Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Tomb Raider. Wir haben ja beim letzten Mal in der Grube aufgehört und haben uns einen Weg nach draußen durchgekämpft. Durch die ganzen Irren, die hier schon halb am Verhungern waren und Blut überschritten. Wo ich das gerade sehe, wir haben gar keinen Blutpanzer mehr. Wurde abgewaschen. Da habe ich ein bisschen gepennt, wann der abgegangen ist, aber... Ja, diese Jungs. Neuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen preisen euch. Unsere Herzen ehren euch. Mit Feuer sind wir an euch gewesen. Ihr seid die Sonne, die das Licht gemacht. Ihr seid der Sturm, der wütet in der Nacht. Wir sind eure Kinder. Wir erwarten den Tag. Bringt uns die Dämmerung, die den Weg zeigen mag. Euer Platz ist jetzt bei den Solari-Brüder. Gott, wie viel sind das denn? Erhebt eure Stimmen! Preist die Sonnenkönigin! Euch nehmen wir alle mit. Frage, sollte ich das so machen? Oder hätte man da einfach drumherum gehen können? Ich auch nicht. Halt einfach nur deine Birne runter. So, das sah doch ganz gut aus. Wie viele Leute waren das jetzt? 10? Nehmen wir alles mit. Mit einem Bogen. Ihr habt keine Chance gegen Lara Croft. Gesteuert von Flexi K. Und wir hätten da wahrscheinlich einfach wieder nur einen reinsemmeln müssen. Ja. Hätten wir. Mann! Da oben hängt noch ein Sack. 4 von 6 Säcken verbrannt. So, dann müssen wir da hinten durch die Tür. Und es gibt keinen weiteren Sack. Aber da gibt es noch ein paar Kräuter da hinten. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Da hinten gibt es nichts in der Ecke. Hier gibt es noch ein paar Pfeile. Da hätten wir uns auch irgendwie ranziehen können wahrscheinlich. Kann man das hier nehmen? Da hätte man ziehen können. Kann man hier auch einen Swinger machen. So, da kommt wieder Gas raus. Hier hinten gibt es noch einen Geocache und eine Kiste. Oh, ich habe tatsächlich schon 4 von 5 Geocaches gefunden. So, was haben wir jetzt davon, wenn wir das explodieren lassen? Ah. Wow, 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 wow. Schnell weg hier. Wow, wow, wow. Und wir rutschen wieder. Das kennen wir doch schon. Alter. Bloß schnell weg hier. Meine Güte. Ganz schön Witzkopf. Habt ihr was gehört? Ich überprüf das. Was ist das? Habt ihr gehört? Was? Verstärkung! Den dritten haben wir wieder verkackt. So Leute, ihr könnt euch schon mal freuen. Lara ist da. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grim?
Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Das wäre euer Lacht. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes. Bereit? Jetzt! Verdammt nochmal. Lara, hier läuft eine komische Scheiße ab. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin, die alte Herrscherin von Yamatai. Doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Haltet euch irgendwo fest! Mal was. Ja! Ja! Sehr gut, Lara. Ja, und jetzt so? Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Was ist großartig? Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Spring rüber. Wir halten den Käfig ruhig. Na, da bin ich weggerutscht. Da müssen wir nochmal hoch. Zack und zack. Was jetzt? Alter, das ist der richtige Weg. Ja, wir müssen erst den hier vorne und dann den da hinten. Hey, ich hab den Kleines. Alter. Ich sag doch, das muss hier ein Vulkan sein. Wow. So Leute, wir kriechen euch jetzt da raus. Lara, leg mal einen Zahn zu. Bring uns hier raus. Könnt ihr einfach mal die Fresse halten da drin? Soll ich jetzt mittig da reinschießen oder was? Ja, soll er. Heilige Scheiße, das war knapp. Lara, hier drüben scheint dein Aufgang zu sein. Okay, dann geht. Ich hole noch Sam und Whitman. Geh gut. Mach doch nicht auf. Jeha. Käfig krabbeln und hoch. Komm. Komm, Mädel. Alter. Wir sind draußen, aber alles stürzt ein. Der Treffpunkt ist auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Lara, das ist Helmut Whitman. So. Lass mal aufhören, hier alles zu explodieren, das ist ja nervig. Oh, waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Wow. Nein, nein, nein. Zu viel Rauch. Erledigt ihn sofort.
Die Pfeile kann ich mir schenken. So, ich muss jetzt hier wahrscheinlich raus. Bin dabei, Lara. Wow, 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 wow. Ich wollte nach oben. Das war nicht mein Ziel. Oh, wie kann das denn hier alles explodieren? Ist das alles auf dem Vulkan gebaut, oder? So. Jetzt nochmal richtig. Wir wollen nach... Ja? Oben. Wir haben immer noch nicht unsere Waffen wieder. Alter. Das ist Messias. Niemand geht. Habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Messias so daran? Das würde ich ja auch gerne wissen, was Messias da so fasziniert. Und wahrscheinlich kann man nur mit der Kraft der Sonnengöttin hier wieder entschwinden. Na komm, hier, ran an das Ding. Jaha. Habt ihr keine anderen Probleme oder was? Wo ist denn der andere? Da? Ich glaube nicht. Da ist ja noch einer. TNT! So. Drecksack. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier brennt die Bude. Das nicht nur im spaßigen Sinne. So, Junge, du hast noch ein bisschen Bergungsgut für uns. Das ist sehr schön. Whitman. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung. Deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Emikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen.
Ich will einfach nach Hause. So wie ich, Clark. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffe. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist er? Na komm. Lauf, Lara, lauf! Pack sie! Zurück! Lauf! Zurück in den Thronsaal! Wenigstens haben wir unsere Waffen wieder. Wo sind die anderen? Wow. Da klingen mir schon wieder die Ohren, ey. Noch mehr. Etter. Zu viele, viel zu viele. Ja, zu viele. Ich muss mich irgendwo in der Ecke verschanzen. Das in der Mitte rumrennen war eine völlig scheiß Idee. Aber in der Ecke hier zu finden ist auch nicht so easy, wie sich das sagt. So, den haben wir. Den hast du toll gemacht, Kollege. Der lebt auch noch. Der hat eine kleine Rolle gemacht. Das war ein Kopfschuss. Leute, was soll denn das? Ich kann doch nicht nach dem Kopfschuss einfach weiterlaufen. Alter! Du Lara, wie sieht's aus? Ein Roni-Krieger? Nee. Schwer gepanzerte Jungs. Scheiße! Verdammt, ey! So, der erste ist hin. Wo ist denn der andere? Beide hin. Wieso sind die jetzt so leicht umgefallen? Der dritte Schrotflintenteil. Sehr schön, sehr schön. Meine Güte. Boah, da brauche ich jetzt erstmal einen Kaffee, Leute. So, ich mache hier einen Break und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Folge. Falls ihr keine weitere Episode mit Lara verpassen wollt, findet ihr den Link zur Playlist mit allen Folgen hier in der Endcard oder in der Videobeschreibung. Also, bis dahin.